Nach 111 Pflichtspielen in Violett verlässt David de Paula die Veilchen. Auch bei ihm ist es ein Abschied mit Wehmut. Die Abschiede sind immer schwierig. Aber ja, es ist heute super gelungen, also gegangen und eine tolle Partie von uns. Die Fans waren super und ja, hoffe, dass das nächste Saison bei der Violett bei den Veilchen weiter so geht. Der mittlerweile 34-jährige Baske blickt auf eine sehr abwechslungsreiche Zeit beim FK Austria Wien zurück. Es waren so wie diese Saison Höhen und Tiefen. Aber trotzdem freue ich mich auf diese Zeit hier. Es ist ein Top-Verein in Austria. Und ja, ich kann nur sagen, danke an alle, die mit mir jeden Tag arbeiten haben und alle in dem Verein, weil seit der ersten Sekunde hier, ich war wirklich, das Gefühl war top hier von meiner Seite, auch von meiner Familie und ja, war alles viel leichter für mich. Nach dem Abschied vom FK Austria Wien ist David de Paula ablösefrei. Seine Zukunft ist derzeit noch völlig offen. Ja, muss ehrlich sagen, ich weiß noch nicht. Ja, wirklich. Aber du möchtest noch weiterspielen? Ja, klar. Ich fühle mich wohl. Also ich glaube, dass ich heute gut gespielt habe und habe gezeigt, dass das bei mir geht noch. Möchtest du in Österreich bleiben oder möchtest du nach Spanien zurück oder bist du für alles offen? Ja, schwierige Frage, weil natürlich ich will weiter spielen. Ist nicht egal wo. Die Familie ist auch wichtig und meine Frau, das kann ich nur stolz auf diese Frau zu haben, weil sie ist hier alleine mit zwei Kindern und ja, für sie ist es schwierig und ich muss auf Familie schauen. Natürlich will ich meinen Urlaub mit Familie verbrauchen und ja, schau mal, was die Zukunft bringt.